Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Heute beschäftigen wir uns mit unseren Händen. Die Hände sind ein wichtiges Instrument für uns, aber viele Menschen gehen trotzdem nicht zum Arzt, wenn sie Probleme mit den Händen haben. Dabei gibt es an diesem Körperteil eine Vielzahl von Erkrankungen und die werden dann gar nicht entdeckt oder zumindest viel zu spät. Bei mir sitzt heute Dr. Jörg Elzner. Er ist Chefarzt der Abteilung Plastische, Rekonstruktive und Handchirurgie am Asklepios Klinikum Harburg und der Asklepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Elzner. Grüße Sie. Mit welchen Problemen kommen die Menschen zu Ihnen? Im Endeffekt sind das ganz vielfältige Erkrankungen. Man kann eigentlich grob unterscheiden zwischen akuten Verletzungen, die an der Hand passieren können, die jeder kennt, wenn er sich mal den Finger zum Beispiel bei Küchenarbeiten geschnitten hat, wo dann kleinere Strukturen wie Nerven oder Blutgefäße verletzt sein können oder auch Sehnen. Oder halt auch degenerativen Erkrankungen, das ist eigentlich ein anderer großer Formenkreis. Das ist das, was zum Teil angeboren ist, sich entwickeln kann, vor allen Dingen auch mit dem höheren Alter sich entwickeln kann und dementsprechend Beschwerden machen kann. Zu nennen sind da zum Beispiel eine Gelenkverschleiß, also eine Arthrose an den verschiedenen Fingergelenken, aber auch Sehnenengstellen, die schmerzhaft sein können. Und dementsprechend ist das Bild, womit die Patienten zu uns kommen, sehr vielfältig. Sind das häufig auch Arbeitsunfälle, wenn Sie sagen Schnitte zum Beispiel oder womöglich auch abgetrennte Gliedmaßen? Das ist ein ganz wichtiges Thema, das Sie da ansprechen. Im Endeffekt sind wir Handchirurgen die einzigen Chirurgen neben den Unfallchirurgen, die eine eigene berufsgenossenschaftliche Zulassung bekommen können, die also anerkannt sind, weil es im Endeffekt erkannt wurde, dass die Hand für das tägliche Leben, auch für den Beruf, sehr, sehr wichtig ist. Und wir haben ungefähr 20% aller Arbeitsunfälle betreffen die Hand. Und insofern gibt es da eine eigene Zulassung und diese Patienten kommen dann auch zu uns und werden dann dementsprechend behandelt. Die Krankheitsbilder reichen da auch wieder ganz vielfältig, wie Sie angesprochen haben, von abgetrennten Fingern, die wir heutzutage replantieren können, bis auch auf bagatellisierende Verletzungen, also kleinere Verletzungen, wie zum Beispiel Schnittverletzungen, was aber natürlich auch aufgrund eines Arbeitsunfalls betreut werden muss, damit der Patient möglichst schnell wieder zur Arbeit kann. Ja, also eine Schnittverletzung ist ja dann nicht nur eine Sache der Haut offenbar. Nein, Sie haben an der Hand, es ist ein kleines Wunderwerk, wenn Sie so wollen. Sie haben unter der Haut sehr, sehr viele Strukturen, die auf engstem Raum zusammen sind. Zu nennen wären da Sehnen, Strecksehnen, Beugesehnen, wo man den Finger halt mit beugt und streckt, Nerven, die Gefühl vermitteln, aber auch Kraft. Muskulatur, Knochen für die Stabilität, das alles fasst ineinander zusammen und ermöglicht erst diese filigrane Bewegungsfähigkeit, die die Hand uns ergibt und erlaubt. Und wie können Sie, wenn wir jetzt bei der Schnittverletzung mal bleiben würden, wie würden Sie die dann behandeln? Also im Endeffekt ist es ganz wichtig, sich erstmal ein Bild zu machen, was ist da überhaupt los. Das heißt, wir überprüfen, schauen uns das die Hand an, ob da irgendeine Veränderung ist. Ist eine Schiefstellung zum Beispiel da, wenn Knochen gebrochen ist. Dann gucken wir, ist eine Rötung da, wenn es zum Beispiel eine Entzündung der Fall ist. Das sind alles Dinge, die wir einfach durch den bloßen Blick schon ein bisschen näher eingrenzen können. Und dann wird natürlich die Funktion überprüft. Das heißt, kann der Patient an der Hand ganz einfach eine Faust machen? Kann er strecken? Kann er den Daumen kreisend bewegen? Hat er da schon Schwierigkeiten? Der nächste Schritt ist dann, dass wir uns die Hand auch betasten. Das heißt, wir gucken, gibt es irgendwo einen Gefühlausfall? Ist irgendwo eine Missempfindung da? Und dann werden die operativen Methoden eingesetzt. Das heißt, klassisch natürlich Röntgen, aber auch Ultraschall, wo wir dann die Struktur ein bisschen näher noch untersuchen können und die Verletzung mehr oder weniger eingrenzen können oder auch die degenerative Erkrankung eingrenzen können. Ja, wenn wir uns jetzt eine von den Erkrankungen raussuchen würden, also ich bleibe jetzt mal bei der Schnittverletzung, es sind noch alle Finger dran, aber die Hand ist nicht mehr heil. Mhm. Wie können Sie denn da operieren? Also im Endeffekt können wir operieren, indem wir uns erstmal die Wunde darstellen und meistens auch genau dann schauen im OP-Gebiet, wo die Strukturen da liegen, also welche Strukturen da liegen und was wir da im Endeffekt versorgen müssen. Und dann haben Sie insofern ein kleines Problem angesprochen. Das sind sehr, sehr feine Strukturen. Die sind zum Teil mit dem bloßen Auge sehr schwer zu erkennen. Das heißt, wir arbeiten sehr viel mit Vergrößerungsmethoden. Das heißt, zum einen kommt da die sogenannte Lupenbrille zur Geltung. Das ist eine Brille, die eine Lupe vorgeschaltet hat, die bis zur vierfachen Vergrößerung was darstellt. Wenn das nicht ausreicht, zum Beispiel wenn wir den Finger replantieren müssen, dann müssen Sie ja nicht nur den Knochen wieder befestigen, sondern Sie müssen die Sehnen nähen, Sie müssen die Nerven nähen, die Blutgefäße. Und das sind filigranste
Sachen, die unter einem Millimeter Durchmesser haben. Und da kommt ein sogenanntes Operationsmikroskop zum Einsatz. Da können Sie zum Teil 20-fache Vergrößerung. Und da wird dementsprechend mit feinsten Nadeln und Fäden und Instrumenten gearbeitet, um sowas wiederherzustellen. Wenn wir jetzt also dabei bleiben, dass es sich um einen Schnitt in der Hand handelt, was alles muss denn da wieder zusammengeflickt werden, wenn ich es mal so despektierlich ausdrücken kann? Also im Endeffekt kommt es immer darauf an, ob es auf der Rückseite der Hand ist oder auf der Innenfläche der Hand. Also die wichtigen und auch komplexeren Strukturen sind auf der Innenhand. Das heißt, hier haben wir eigentlich, wenn man so das ein bisschen vereinfacht darstellen will, nur die Sehnen, die die Finger strecken. Aber hier auf der Unterseite haben Sie die Nerven, haben Sie die Sehnen, haben Sie die, zum Teil auch die Muskulatur, wie man hier sieht, diese Handballmuskulatur, die für die Kraft sind, auch die ganzen Nerven, die von Unterarm in die Hand hineinstrahlen, die laufen alle hier auf der Innenfläche hinein. Das heißt, hier kann ein ganz kleiner Schnitt eine sehr, sehr große Wirkung entfachen, was die Verletzung angeht. Dementsprechend natürlich auch muss da mehr verletzt werden. Als Beispiel vielleicht, ich schneide mich hier an dem Finger in der Höhe dieses Grundgliedes. Dann kann ich, wenn Sie Pech haben, die Beugesehne durchtrennt haben. Ich kann beide Blutgefäße durchtrennt haben. Ich kann alle Nerven durchtrennt haben. Das heißt im Endeffekt, wirklich alles, was an wichtigen Strukturen da ist, kann verletzt sein und muss umgehend behandelt werden. Und lässt sich dann die Funktion der Hand hundertprozentig wiederherstellen? Im besten Falle ja. Gilt das auch für den Fall, dass ich mir meinetwegen einen Zeigefinger abtrenne? Dann ist sicherlich, also wir sind da heute ein bisschen, wie soll ich sagen, differenzierter gegangen. In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts hat man eigentlich angefangen, Gliedmaßen zu replantieren, also auch in dem Falle Finger zu replantieren. Und man hat damals versucht, alles zu replantieren, was man als Verletzungen in die Klinik bekommen hat. Man hat aber festgestellt, dass oft die Funktion nicht so gut ist wie vor der Replantation und dass dann dieser entsprechende Finger mehr stört, als er dem Patienten hilft. Sodass wir heute eigentlich relativ davon ausgehen. Das heißt, ein Daumen zum Beispiel ist eine absolute Indikation, den wiederherzustellen. Weil der also der wichtigste Finger ist, den man hat zum Greifen zum Beispiel. Jeder Patient, jeder Mensch kann sich das mal vorstellen. Nehmen Sie einfach mal Ihre Hand, greifen Sie eine Flasche Wasser ohne Daumen. Sie können die kaum halten. Also als Widerlage, als Griffwerkzeug ist der Daumen nicht wegzudenken. Anders sieht es zum Beispiel aus mit dem Kleinfinger. Den brauchen wir im Endeffekt, weil wir zum Beispiel bei feineren Dingen die Zeigefinger und den Daumen nehmen oder bei etwas gröberen, wir nennen das Schlüsselgriff, den Zeigefinger, Mittelfinger und Daumen nehmen. Den Kleinfinger brauchen Sie fast nur für Grobgriffe. Das heißt, wenn Sie eine Flasche halten oder wenn Sie mal viele kleinere Sachen aufheben wollen und dann ein bisschen größeres Widerlage haben wollen. Das heißt, wir würden heute, und da hängt natürlich auch davon ab, was macht der Patient, ist er jetzt filigraner Urhandwerker oder ist er jetzt eher, was er was Grobmotorisches macht, wird dann individuell auch geguckt, macht es Sinn, macht es keinen Sinn, sowas zu replantieren. Wir sprechen davon einer relativen Indikation. Das heißt, einen Kleinfinger muss man nicht, kann man replantieren. Einen Daumen muss man replantieren. Nun heißt es ja immer so schön, wenn man zu einem Unfallopfer kommt, bei dem der Daumen abgetrennt ist, Daumen einsammeln, in eine Tüte tun und dem Ärzteteam mitgeben. Was können Sie denn tun, wenn es den Daumen gar nicht mehr gibt? Dann gibt es im Endeffekt die Möglichkeit, eine sogenannte Ersatzoperation zu machen. Also eine Möglichkeit wäre, dass man zum Beispiel die zweite Zehe nimmt. Das ist das, was wir heute eigentlich, früher brauchten wir das. Da sind wir ja wie unseren ähnlichen Verwandten, die Schimpansen, die auf die Bäume hochgeklettert, brauchten wir also ein Greifwerkzeug. Das ist heutzutage nicht mehr so. Der Fuß ist eher dafür da, um Stabilität, um unser Körpergewicht zu tragen. Und wenn wir da eine Zehe von opfern, spüren wir das überhaupt nicht als große Einschränkung im täglichen Leben. Aber diese zweite Zehe kann an die Stelle des Daumens, wir nennen das Poliziation, kann daran gesetzt werden und kann dementsprechend dann mit ein bisschen Übung komplett die Funktion des Daumens übernehmen. Also es ist wirklich ganz toll, was man damit auch solchen Patienten wieder Gutes antun kann. Das andere, was Sie vorhin angesprochen hatten, passiert ja relativ häufig. Das ist schlicht und einfach Arthrose, Gelenkverschleiß in der Hand, Handwurzelknochen vielleicht oder andere Stellen. Was können Sie da tun? Das ist heute eine Volkskrankheit und die meisten vergessen das halt oder es ist auch nicht so bekannt, dass es halt nicht nur das Knie und die Hüfte trifft, sondern sehr, sehr oft auch die Hand. Die meisten haben dann wirklich, muss man ganz klar sagen, auch eine gewisse Odyssee hinter sich. Die laufen also wirklich wochenlang zu verschiedenen Ärzten und auch unter den Kollegen ist es oft nicht so bekannt, dass sie auch an der Hand wirklich an diesen ganz kleinen, feinen Gelenken Gelenkverschleiß bekommen müssen. Und da gibt es bei uns eigentlich im Endeffekt eine Kaskade, so eine Behandlungskaskade, die wir dann einführen oder anwenden besser.
Wir gucken uns, welches Gelenk genau betroffen ist, machen dann zusätzlich zum Beispiel eine Röntgendiagnostik oder auch eine Kernspindiagnostik, um genau zu sehen, wie ausgeprägt ist der Schaden an dem Gelenk. Und dann wird das in Bezug gesetzt zu der Funktion, die der Patient hat. Eine gute Funktion würde man eher zuwartend behandeln als jetzt eine schlechte Funktion. Und wir gucken natürlich dann auch die Beschwerden an. Also wenn ein Patient in Ruhe zum Beispiel keinerlei Beschwerden hat, sondern nur bei bestimmten Tätigkeiten, ist man auch eher vorsichtig mit irgendwelchen operativen Maßnahmen oder zurückhaltender zumindest, als wenn jemand sagt, ich habe eigentlich schon den Ruheschmerzen, ich kann zu Hause eigentlich gar nichts mehr tun, ich bin in meinem Alltag massiv eingeschränkt. Weil also das heißt, dann würde man erst einmal mit Physiotherapie vielleicht, zum Beispiel mit Physiotherapie, Dehnung, oder man kann auch versuchen, dann in das Gelenk entzündungshemmende Medikamente zu injizieren, die eine gewisse Linderung bringen. Aber wenn sich im Endeffekt die Gesamtsituation so darstellt, dass der Patient Beschwerden hat, das Röntgenbild und die Funktion entsprechende Rückkopplungen geben, dann muss man ganz klar operieren. Und da haben wir eigentlich heute, was den Daumen zum Beispiel angeht, als wichtigsten Finger, sehr gute Möglichkeiten. Da gibt es sehr etablierte Operationen, die zu 95% Zufriedenheit bei den Patienten generieren, was in der Medizin sehr hoher Stand ist. Und an den Fingern, muss man sagen, ist es differenzierter zu sehen. Da kann man je nach Gelenk, Sie haben ja an dem Finger drei Gelenke, das Endgelenk, das Mittelgelenk, das Grundgelenk. Da ist es unterschiedlich. Je nachdem, welcher Finger betroffen ist, kann man da mit Kunstgelenken arbeiten oder mit aus körpereigenem Gewebe hergestellten eigenen Gelenken. Oder im schlimmsten Fall muss man auch ein Gelenk mal versteifen. Das bedeutet, dann ist die Funktion zwar weg, aber die Schmerzen sind auch weg. Und das ist immer so ein bisschen die Kaskade, mit der wir Handchirurgen kämpfen. Wir können oft eine Linderung bringen, aber ab und zu bringt das auch ein bisschen weniger Funktion mit sich. Warum unterscheiden Sie zwischen Kunstgelenken und körpereigenen Gelenken? Denn das Gewohnte, was man so kennt von Hüfte und Knie, ist ja das Kunstgelenk. Richtig. Und das ist eigentlich auch so, wo man sagen muss, es gibt es auch an der Hand. Aber an der Hand hat sich das nicht so richtig durchsetzen können, einfach weil die Ergebnisse nicht so berauschend sind. Je kleiner das Gelenk ist, kann man sich ja auch vorstellen, dass so schwieriger wird es, da eine Funktion, auch noch so eine filigrane Funktion zu gewährleisten. Da reicht ja schon ein kleiner Narbenzug, um eine Bewegung zu einzuschränken. Und dementsprechend kann man sich vorstellen, dass trotzdem bei diesen enormen Kräften, die eine Hand auch aushalten muss, also ein Wasserkasten ist ja noch eine kleinere Kraft, aber wir Menschen können ja auch Dutzende von Kilogramm stemmen. Und das wird indirekt über die Finger ja alles übertragen. Und da kann man sich vorstellen, wenn da ein Kunstgelenk ist, was das für Kräfte aushalten muss im schlimmsten Fall. Und dementsprechend ist auch die Gefahr groß, dass so ein Gelenk halt nicht perfekt einheilt, sondern dass es auch dementsprechend von der Funktion her eigentlich eine Verschlechterung mit sich bringt. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da genau guckt, was hat der Patient, was macht er im Alltag, was möchte er weiterhin tun. Denn die Kunstgelenke sind definitiv nicht der Weisheit letzter Schluss nach heutigem Wissen. Und wie züchten Sie dann so ein Kunstgelenk, also ein gezüchtetes Kunstgelenk? Es ist eine Spezialität, wenn ich das sagen darf, von uns auch am Krankenhaus. Wir haben das in der Klinik, wo ich vorher tätig war, entwickelt. Das ist eine Möglichkeit, wo wir im Endeffekt körpereigenes Gewebe nehmen. Und das nehmen wir, das wir vor Ort finden, nämlich an der Hand. Es gibt da gewisse Kapsel- und Bandanteile, die Sie so umoperieren können, dass Sie eine neue Gelenkfläche per se darstellen. Und dann wird dann noch mit, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber mit noch gewissen Fixateuren nennt sich das, also gewissen Metallschienen, wird das Ganze so für eine gewisse Zeit entlastet, dass das in Ruhe einheilen kann und dass dann im Endeffekt eine sehr, sehr gute Funktion danach besteht. Das heißt, das ist wirklich eine Sache, die für viele Patienten ein guter Weg ist, vor allem, wenn ich das noch ergänzend ausführen darf. Alles andere läuft uns damit nicht weg. Das heißt, wenn das irgendwann schlechter werden sollte oder auch von vornherein nicht das erwünschte Ergebnis bringt, ein Kunstgelenk können wir immer noch machen und eine Versteifung können wir auch immer noch machen. Das heißt, wir machen erstmal das, was wir machen, vor Ort, was wir finden und können damit, wenn wir so wollen, dem Patienten was sehr Gutes tun und können immer noch eine Rückzugsmöglichkeit ihm anbieten, falls das alles nicht so zum erwünschten Ergebnis führen sollte. Und wie lange dauert die Behandlung dann mit so einem gezüchteten Gelenk? Im Endeffekt, das ist auch eine Sache, da müssen die Patienten sich drauf einstellen und auch mitspielen. Das ist im Endeffekt eine ganz wichtige Sache, dass sie da aktiv das annehmen und uns da unterstützen, denn die Nachbehandlung ist genauso wichtig wie die Operation. Von der Zeit her sehen wir sicherlich 6 bis 8 Wochen dauert das Ganze, bis das eingeheilt ist, wo der Patient auch
wirklich sehr engagiert mitarbeiten muss, auch Physiotherapie aktiv mitarbeiten muss. Und dann haben wir eine sehr gute Chance, dass das Ergebnis sehr gut wird. Vielen Dank, Herr Dr. Elsner, für diese interessanten Informationen. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt und Sie klicken sich wieder rein auf www.asklepios.com/nachtvorlesungen oder auf YouTube. Bleiben Sie gesund.